Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lords in 1. Ich bin euer Stormtrooper. Ja, sorry, erstmal gestern voll die falschen Infos gedroppt. Das Datum aus der Nachricht war natürlich richtig und ich habe mich einfach vertan. Heute ist erst Dienstag, morgen ist Mittwoch, also geht's morgen los auf Europa 3 Server. Und ja, natürlich werde ich da am Start sein und wir schauen uns kurz an, was sich so getan hat bei meiner Burg. Es hat sich nicht viel getan seit gestern. Ein paar Sachen sind höher geworden, gerade die Rohstoffproduktion, welche ich jetzt auch bauen werde. Ich bin aber jetzt in einem Bündnis drin. Und zwar, es ist immer so ein bisschen schade, dass jetzt hier nicht richtig der Name angezeigt wird. Ich glaube, es war Wut des Nordens. Ich mich nicht ganz täusche. Vielleicht sehen wir es auf meinem Profil. Stormtrooper, Legend Stormtrooper. Wut oder Mut des Nordens. Ich jetzt am Handy nachgucken, würde ich rausfliegen, deswegen. Naja, es macht ja auch nichts. Ja, sind auf der Karte noch nicht so gut vertreten, zumindest bei mir nicht. Wobei ich doch gedacht hatte, da wäre einiges gelb gewesen. Wait, Anzahl der Burgen 421, okay. Dann sind die wohl auf einer anderen Stelle der Welt. Macht aber auch nichts, weil morgen ja die Welt Europe 3 startet. Okay. Es lädt gerade sehr langsam hier, warum auch immer. Macht ja nichts. So, wir wollten noch schnell was. So, die Ansicht. Nochmal die Dings losschicken. Und da ich bisher keine Verluste hatte, fahre ich auch weiterhin den sicheren Weg. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, bin noch nicht dazu gekommen. Ja, das ist das Richtige. Ich werde mir das aber noch anschauen. Das heißt jetzt hier die ganzen Burgen hier abfahren. Ja, ich bin mal gespannt morgen auf die neue Welt. Wie gesagt, ich habe noch nie Europa oder auch so ein Speed-Server ist. Was gab es? Ich glaube, es gab so einen Kriegsserver. Habe ich noch nie gespielt. Auf jeden Fall interessant, dass da nicht nur deutsche Bündnisse dabei sein werden, sondern ein ja, fast komplett internationales, also ein europäischer Server. Wird für mich natürlich auch was Neues sein, aber ich freue mich schon darauf. Was ich euch noch sagen kann, ich werde so voraussichtlich morgen um 17 Uhr anfangen. So zwischen ja, 17 und 18 Uhr. Das heißt, wenn ihr euch dann da auch anmeldet, vielleicht erwischt ihr genau den Zeitpunkt, wo ich mich anmelde und seid dann neben mir. Würde mich freuen, wenn ich ein paar bekannte Gesichter sehen werde und dass wir das Ding zusammen rocken. Und auf jeden Fall wird das ein cooles Erlebnis. Europe 3 Server. Ja, habe jetzt doch schon einige Farmtruppen hier, was natürlich, ich sag mal, kein Verhältnis dazu ist, wenn ich jetzt voll auf Farm gehen würde. Dafür nehme ich die Welt jetzt hier, sage ich mal, ja, nicht ernst genug. Nimmt mir das jetzt nicht übel. Es ist einfach gerade erstmal eine Welt, um wieder reinzukommen, wie ich es auch bereits erwähnt habe. Und damit ich morgen Gas geben kann. So, wir schauen uns nochmal kurz die Aufgaben an. Eine Punktzahl von 50 haben wir geschafft. 100 Bronze, 100 Kupfer. Okay, auf jeden Fall 100 Silber. Eine Punktzahl von 60 haben wir auch geschafft. 100 Silber ist gut. Wir haben jetzt 600, könnten fast dann eine zweite Burg uns holen. Aber na, die nehmen wir auch mit. Die Panzerreiter. Ich weiß, man konnte auch nachher einen Fast Farm machen mit 20 Panzerreitern, glaube ich. Aber das werde ich alles noch genauer herausfinden. Rekrutiere 20 Panzerreiter, 25 freie Burgen. Ja, Bergfried, den könnten wir auch nochmal ausbauen. Das werde ich, glaube ich, als nächstes mal. Ups. Ist auf Stufe 2. Und ja. Ich bin jetzt hier auch, genau, Taverne des Wutes. Dann war es wahrscheinlich Wut des Nordens.
einfach die Forum-Threads von dem Bündnis, wo ich drin bin. Ich habe mich jetzt noch nicht vorgestellt, werde das aber noch machen. Und ja. Was könnte ich euch noch erzählen? Ich habe 92 Punkte. Wie gesagt, es ist nicht so viel. Ich hoffe, dass ich die 92 Punkte morgen Abend noch auf dem anderen Server schon habe. Wie es genau ablaufen wird, weiß ich gar nicht. Ich muss eigentlich noch so viel mehr anlesen, wie lange der Anfängerfrieden war und das ganze Zeug. Aber ihr werdet mir sicher dabei helfen. Und mich würde es doch echt freuen, wenn ich da den einen oder anderen sehe. Und ja, würde ich sagen, kurze Folge heute. Ganz kurz meine Uhr gezeigt, die Uhrzeit gedroppt, sonst wollte ich eigentlich nichts sagen. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, auch wenn es ein kurzes war, noch nicht so informativ. Wir werden dann natürlich auf Europe 3 mehr informative Videos sehen, wo es dann auch um die speziellen Themen geht, wie ich das bereits erwähnt habe. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.